Ja, vieles ist wie immer bei der Berlinale. Also es gibt den Goldenen Bären, es gibt die Silbernen Bären, es gibt den Panorama-Publikumspreis von Radio 1 und andere Preise. Aber was wirklich Neues in diesem Jahr, und das ist eine ganz wichtige Errungenschaft, finde ich, es gibt einen eigenen Preis für Dokumentarfilme, und zwar aus allen Sektionen. Also wo immer die Dokumentarfilme auch laufen, die können einen Preis bekommen, und der ist immerhin dotiert. Und die beiden Jungs, die hier stehen, fanden das schon eine sehr interessante Information mit 50.000 Euro. Also damit kann man schon eine Weile weiterarbeiten und auch weiter Filme machen. Dieser Film hätte durchaus eine Chance, und es ist ein wirklich ganz faszinierender Dokumentarfilm, der also auch schon in den USA gelaufen ist, die Leute da sehr fasziniert hat. Und man fragt sich wirklich, wie es möglich ist, in einem Dokumentarfilm so nah ranzukommen, so viel zu erzählen, dass man am Schluss das Gefühl hat, man kennt dieses Mädchen. Boonie ist ihr Name, und dieser Film heißt For Akeem. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Schöpfer des Films das heute bei uns sind. Das ist Jeremy S. Levine und Landon Van Zuust. Hi, welcome. Thank you so much for coming. Thank you. Thanks so much for having us. Thanks for having us. Thank you so much. And first of all, I just tried to explain that I was really thrilled by that movie, because I couldn't understand, is it really possible to do a documentary like that? We are really part of that family. We are part of the life of that girl, which is an amazing girl. She's very smart. She's very clever, but she was brought up under very difficult circumstances. Maybe you can introduce a little bit that girl to us. Who is she? Yeah, sure. So should I take it? No. I'm the moderator. That's my job. Okay. So yeah, we were lucky enough to meet Boonie. Her name's Dajae Shelton. Everyone calls her Boonie. About 3 years ago, and as you say, she's a remarkable girl. She's just got this kind of energy and charisma that, kind of the instant we saw her, we knew that she was the one. So, you know, we've been able to spend these past 3 years with her in these great triumphs and these really hard circumstances. And I think what you said is absolutely right. Like, she's incredibly smart, but she's not this, you know, model student. She's not like an incredible chess player or dancer. She's very, very much kind of a normal person trying to make her way in the world. And she's just up against so much because of the way, you know, really because the circumstances she was born into. She's black, and she's without a lot of money. And so, you know, a lot of the systems are set up against her from the time she was born. She's 16, 17, something like that. Well, 17. Also das Mädchen, das wir kennenlernen, ist 17, wir sind in St. Louis, also in Mississippi, und es ist wirklich so, sagen Sie auch, wie ich es beschrieben habe, sie ist unheimlich klug, wahnsinnig clever, aber sie wächst eben unter Bedingungen auf, die von Anfang an sozusagen für sie schädlich sind. Also als afroamerikanisches Mädchen hat sie da kaum eine Chance, und sie hatten 3 Jahre die Möglichkeit, mit ihr zu drehen. Das ist wirklich eine Langzeitbeobachtung, sind also immer ganz nahe gekommen, konnten auch ihr Leben beschreiben, dass sie eben so schwierig ist. Nicht? Sie wächst da eben auf unter diesen schwierigen Bedingungen, und nun muss ich das sagen, für die Leute, die jetzt nicht gucken, I just say that for people who don't see us here, you are obviously white, two white boys, and this is another problem, because it's a very black neighborhood, of course. The school is just black kids there, so it was a problem for you to be part of that world, maybe. That, yes, was it hard for you? I think it definitely came with certain challenges. I think in a lot of ways the film is really about these deep divisions that exist in the United States, kind of economically and racially, and the, you know, the bias that's sort of inherent to so many of our social institutions. But I think we, you know, came in a bit of a winding road that led us to Boonie. And I think, you know, like you said, she kind of struck us as this amazing girl, and someone that we all really wanted to root for, and someone that we just fell in love with immediately. But her experience is definitely, you know, emblematic of many young kids in America, many young women, many young black kids. And I think that she speaks volumes about the sort of political landscape in our country. But I think that we really wanted to go deep with one character. And I think when we met her, we sort of knew that our job was all about building trust. And I think, you know, we shot over nearly 3 years, and we just spent a tremendous amount of time with her and her family and her community and her school. And I think if the intimacy and the closeness of the film, the fact that we're kind of able to see the camera sort of melt away is really just a testament to the trust that we were able to build and the relationship that we kind of developed over time with her. Also sie haben ja wirklich, er hat es gesagt, nochmal über 3 Jahre gearbeitet. Sie ist übrigens, das hat auch gerade nochmal Jeremy gesagt, ein ganz einfaches, ganz normales Mädchen. Also sie hat jetzt keine besonderen Fähigkeiten, sie ist keine Jazz-Tänzerin oder sowas, sondern sie ist ein ganz normales Mädchen, und sie haben wirklich versucht, das Vertrauen aufzubauen. Darum ging es. Und es war wirklich so auch ein sehr verschlungener Weg, das zu schaffen, da wirklich hineinzukommen in diese Welt, das Vertrauen zu finden. Und sagt, irgendwann haben die auch die Kamera vergessen, die ist weggeschmolzen, sagt er so schön. Und das ist doch ein Beweis dafür, dass sie Vertrauen gefasst haben. Nicht? Das ist der Ausdruck dafür. Und der Film spricht diese Geschichte
spricht Bände nicht nur über dieses Mädchen, sondern überhaupt über die Situation von solchen Menschen in dieser amerikanischen Gesellschaft. Es ist auch ein Film über diese Gesellschaft. But there are a lot of heroes in the movie. It's not black and white to say it. So we have to judge in the beginning. He's so frightening. And then we see he has so much heart. He really cares for these people. The teachers, they're amazing people in that movie. So there's, for me, it's like a praise for all the supporting people here. Also wir haben in diesem Film übrigens nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild hier, die bösen Sozialarbeiter oder so, sondern es gibt ganz wunderbare Menschen, die wir kennen. Dann ein Richter, von dem wir am Anfang echt Angst haben, der steckt sie nämlich in diese andere Schule, weil sie sonst immer irgendwie ausflippt, total durchdreht. Dort fängt sie neu an. Die Lehrer sind hingebungsvoll. Also für mich ist es auch so eine Hymne eigentlich für die Leute, die sich darum kümmern. There are a lot of heroes in the movie for sure. I think, you know, Dajae triumphs in a lot of ways in the movie, and that has a lot to do with her own kind of sheer determination, but also all of the people that kind of rally around her, and they just fight for her day and night, the judge, the teachers, and I just think it shows kind of how much we need these support systems and how threatened they are right now in our political landscape. So there already wasn't nearly enough funding for these teachers for this school when we started the film, and you know, I just hope and pray that we'll be able to kind of continue to support institutions like that, but it's going to be tough for the moment. Also er betont auch nochmal genau, es ging darum, diese Leute eben zu würdigen, die sich so sehr kümmern, eben in diesem Sozialsystem, das er heute in der heutigen politischen Situation als bedroht empfindet. Deshalb fand er es so wichtig, das eben auch in diesem Film mitzuerzählen, was diese Leute da auch tun, wie hingebungsvoll sie arbeiten, eben die Lehrer, die Richter, die denn da sind. Nun bekommt sie, und das ist wieder it's a classical situation, she's a teenage mother, it's a lovely baby, by the way, unbelievable, like a film star, she's great, it's a boy. So, but of course this is again a big problem for her, because it was really, it's like a handicap for her development. She could have done great things. So why does it happen? I mean, I think there, you know, we saw a lot of highs and a lot of lows in her life. And I think that we, you know, were really drawn to this universal coming of age story. And I think, you know, at the same time that we saw her really struggle in school and get in trouble with, you know, various legal battles, you know, we saw her fall in love and we saw her really strive and we saw her grow in so many incredible ways. And again, I think the fact that she is a teen mother is not very unique. You know, I think that there are tens of thousands, you know, of young people in her situation. And I think that these events sort of when they happened in their life, you know, I think we kind of made a conscious decision that we were going to roll with it, that we were there to tell her very specific story, to sort of follow the challenges that she had. And I think having the son, you know, especially sort of coinciding with Mike Brown being shot in Ferguson, just sort of up the road, I think really made her, you know, grapple with her situation and the reality of raising a young black boy in St. Louis, what all of that meant. And I think we saw a tremendous maturity in her and an incredible sort of self-awareness and an incredible perspective that she developed around that time. Ferguson is not so far from there. Just a few miles up the street. Very important. Also ich habe nochmal gefragt, sie bekommt, das ist wieder die klassische Situation, also mit 17 dann ihren wirklich hinreißenden Sohn, aber es ist natürlich für so eine junge Mutter dann auch sehr schwierig, überhaupt dann weiterzumachen, und ich habe gefragt eben, wie es so passieren konnte und wie es auch im Film erzählt wird, und haben sie gesagt, ja, sie wollten wirklich alle Höhen und Tiefen dieses Lebens erzählen, also sie wollten wirklich dabei sein, wollten auch ihre Kämpfe zeigen, so, und sie hat ja viele Kämpfe und viele Widerstände. Das ist natürlich etwas auf der anderen Seite, wenn dieses Kind jetzt da ist, mit dem sie auch klarkommen muss, und sie sind auch dabei, das gehört sozusagen jetzt natürlich zu ihrem Leben, und auch da hat sie natürlich eine große Reife übrigens gezeigt, eine große Mütterlichkeit. Sie macht einen enormen Sprung auch nochmal und verweist auch nochmal auf die Vorgänge von Ferguson. Ferguson ist nicht weit weg übrigens, das wussten sie. You didn't know it will happen in Ferguson, of course, when you started that project. Wussten sie am Anfang ja überhaupt noch nicht, aber es ragt natürlich mit in diesen Film hinein, der auch ein Film ist, logischerweise, über den täglichen Rassismus. So last question, very private, because I have the feeling I know her very well. She's like a good friend. So how is she today? What about the boy? So tell me something about her real life after the movie. So Boonie's doing really well. She's really concentrating on being a good mother at the moment, and I think she's doing a great job. She's applied to some community college programs. She wants to become an ultrasound technician. I actually believe it's the woman that she gets the ultrasound technician in the movie. So that's her goal right now, and we kind of wish her the best of luck in this next step.
Sure, say hello to her, please, from all of us here in Berlin. Also, ich habe nochmal gefragt, wie es ihr geht, weil man hat wirklich das Gefühl, man kennt sie, man weiß alles über sie und höre mit Freude, dass sie sehr gut geht, dass sie also sich wirklich sehr auf ihre Mutterschaft konzentriert und sie würde gerne auf so ein College gehen, so ein Fachcollege und würde, so wie nennt man das, Ultraschall-Spezialistin werden. Also Ultraschall hat ja ihr auch eine Ärztin da gemacht und das fand sie sehr eindrucksvoll, als das Baby kam. Also das wäre ein Job, den sie sehr gern machen würde. Es geht ihr also sehr, sehr gut und das freut uns sehr. Sie können sie alle kennenlernen. Der Film läuft noch mehrfach im Forum der Berlinale vor Akeem. Ist ein Film von Jeremy S. Levine und von Landon Van Zuyst, die diesen Film gemacht haben, der wirklich sich ansieht wie ein Spielfilm. It's like a feature movie, really part of that story. Thank you so much for being here. Thank you. Have a great time in Berlin. Thank you. So much.